Entweder so ein Papier quadratisch nehmen oder eben A4. Und ich mache jetzt mit A4 und die quadratisch, die steigen einfach später ein. Und jetzt falten wir das erstmal so rüber. Und ziehen das so. So, und jetzt denken hier so manche vielleicht schnipp, schnapp, schnipp, schnapp. Nein, 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 das verbietet die Origami. Ach, egal. Das verbieten die Origami-Regeln. Schneiden, schneiden geht nicht. Wir wollen es ganz richtig machen. Nämlich falten wir das jetzt eben so rüber. Dass es so ein Haus ist, wie bei den kleinen Kindergartenkindern ist es dann so ein Haus. Egal. Wenn ihr soweit seid, könnt ihr hier, das müsst ihr so rüberfalten. Also manche wollen das jetzt vielleicht so ganz genau machen. Ja, ist vielleicht auch richtiger. Aber ich mache es immer so, dass das ein bisschen Abstand so hat. Und das hat einen Sinn. Also nicht einfach nur Schönheitssinn. Weil schöner ist vielleicht die andere Methode. Aber ich glaube, hinterher merkt man das gar nicht. Das machen wir auch auf der anderen Seite. Ihr werdet gleich sehen, warum ich das mache. Nämlich ist es jetzt hier zum Rüberfalten einfacher. Also musst du nicht so dick das Falten. An anderen Stellen kann man sich sowas leider nicht so einfacher machen. Ja, und jetzt falten wir das. Also haben wir quasi so ein Rechteck. Rechteck? What the fuck, Mann? Dreieck natürlich. Jetzt machen wir das einfach mal, falten wir das so rüber. Also dass wir noch ein kleineres Rechteck haben. Okay, das war jetzt ein Fail. Das war mit Absicht, okay. Ja. Jetzt. Scheiße. Achso. Jetzt dachte ich gerade nicht, ich habe was falsch gemacht. Ja, jetzt haben wir das so. Und jetzt falten wir das so rüber. Ja. So. Dass es quasi so aussieht. Also, es soll nicht nur quasi so aussehen, es soll so aussehen. So. Und jetzt. Nein, wir falten noch nicht so rüber. So, und jetzt falten wir das so rüber. Und das, nein, also wenn ihr das so habt, falten wir das so rüber. Oh Mann, ich kann das irgendwie nicht hinkriegen, dass ihr was sehen könnt, wenn meine Hände da im Spiel sind. So, jetzt falten wir das erstmal so, dass wir das so haben. Und jetzt haben wir hier so ein Loch. Oh ja, jetzt denken wir sich wieder, lachen sich hier alle wieder ins Fäustchen vermutlich. So in das Loch reinstecken. Ja, egal, jetzt haben wir das so. Und müssen das halt hier noch so ein bisschen reinstecken in den Finger. So, und jetzt könnt ihr noch vier andere davon machen. Und die an die komplette Hand stecken. Ihr könnt natürlich auch noch mehr machen, damit ihr auch an der anderen Hand was habt. Und jetzt kommt ihr in den Abspann. Liebe Freunde, das war mein, was weiß ich, wie viel das Origami-Video nach etwas längerer Zeit. Ja, nicht, dass jetzt irgendwie Leute gesagt haben, ich soll das mal machen. Egal, ich habe es einfach gemacht. Ja, genau. Hier kommt ihr zum letzten Video auf Harimob. Hier zum letzten Video Special auf Harimob. Hier kommt ihr zum letzten Video auf Mega Let's Play. Und hier zum letzten Special auf Mega Let's Play. Und hier könnt ihr leider nicht klicken. Also besucht einfach meine Facebook-Page und meine Website. Die Links sind in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Ciao.